Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce 2 Shadow Wars. Wir sind bei der gleichen Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, zwangsweise aufgehört haben. Ich hoffe sehr, dass sich die ganze Sache jetzt, nachdem ich meine Festplatte bereinigt habe und den Speicherplatz wieder etwas verbessert habe, indem ich alles, was unnötig war, weggeschmissen habe, wieder besser funktioniert. Es läuft jetzt wieder flüssig. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Wir werden sehen, wie lange. Und wir kümmern uns jetzt erstmal weit nieder um die Storyline. Ja. Ich werde bald ein Heilmittel haben, Bürger. Habt Geduld. Ja, der ist doch auf der einen Seite blind, oder? Hier? Na, fragen wir mal der Botschafterin. Wo ist die Botschafterin der Elfen? Ich weiß es nicht, Bürger. Sie hat euch aufgesucht. Ah ja, ich erinnere mich. Sie wollte mir helfen, ein Heilmittel gegen die Seuche zu finden. Sie zog aus, um eine Schlangennessel zu suchen. Ein sehr seltenes Kraut, das vielleicht ein Heilmittel sein könnte. Aber sie kam nie zurück. Also ist sie dort, wo dieses Kraut zu finden ist. Sucht danach, wenn ihr wollt. Aber ich fürchte, es ist sinnlos. Was soll's, es ist die einzige Spur, die ich habe. Es wird doch jemanden in dieser Stadt geben, der weiß, wo dieses Kraut wächst. Vielleicht wissen die Meister der Gilden mehr. Ich weiß, dass es dieses Kraut nicht gibt und dass wir gerade praktisch jetzt verarscht werden sollen. Und dementsprechend hasse ich dieses Nachspielen. Was wollt ihr? Wer hat euch geschickt? Niemand. Glaubt mir. Ihr müsst verstehen. Wir hier im Arcanum müssen allzeit wachsam sein, wenn wir im Netz der Intrigen überleben wollen. Was wisst ihr über den Zauberer Haggard? Haggard ist der Erbe der Rittengards, einer der Gründungsfamilien der Stadt. Er wollte immer zu uns gehören, aber er war nie mehr als ein verzogener Bengel ohne Talent. Also hat er die Burg seiner Eltern zu seinem eigenen Arcanum gemacht. Er hat es mittlerweile sogar zu einigen magischen Fähigkeiten gebracht. Ich hörte, er forscht nach einem Mittel gegen die Seuche. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er etwas erreicht, was uns nicht gelang. Was wisst ihr über die schwarze Schlangennessel? Was ist das? Ein Kraut, von dem ich nichts weiß? Unmöglich. Ich werde Nachforschungen anstellen. Sprecht mit Laudinia im Markt. Sie kennt die seltenen Kräuter anderer Kontinente. Erzählt mir vom Arcanum. An diesem Ort finden sich die Besonderen ein. Diejenigen, die den Pulsschlag der Magie in ihren Adern verspüren. Wir bilden sie aus, formen ihre Talente zu wahrer Zauberkunst. In unserem Besitz ist Wissen von unschätzbarem Wert. Deshalb haben wir uns zusammengeschlossen, um den allzeit gierigen Neidern die Stirn zu bieten. Macht hat ihren Preis, Abenteurer. So, wir teleportieren uns gleich zum nächsten. Irgendwann mal tut uns nämlich der Narr dann darauf hinweisen, dass wir verarscht werden. Wie gesagt, ich mag diese Mission nicht besonders. Ich würde am liebsten dieses ganze Gequatsche jetzt, also ich überspringe das ganze Gequatsche wegen dem Schlangenkraut jetzt einfach. Handwerkerviertel. Leistet der Gild... Was wisst ihr über... Den einzigen Trost, den ich habe bei dieser Verarschung, die uns dieser Typ Sprecht da aufbelebt, den Priestern hier im Tempelbezirk. Sie haben meist Aufgaben bereit, mit denen ihr euch den Lichtgöttern nützlich erweisen könnt.
dass wir den Typen nachher unsere Waffe quer reinschieben können. Was wisst ihr über... Fragt die Erzma... Oh weh, ich armer Tropf! Ich war doch ein guter Narr, war ich nicht? Doch seht, ich bin geschlagen. Siebenburg hat einen neuen Narrenkönig. Markt. Ah, unser... Macht nur weiter so. Was wisst ihr über... Schlangennässe? Erkundigt... Platz da! Platz dem König der Narren! Wen habe ich vergessen? Den habe ich erledigt. Die Garnison. Natürlich dürfen wir es nicht verpassen, uns auch noch beim Militär lächerlich zu machen. Tiaras Flamme erleuchte euch. Man sieht wenig Soldaten hier. Führer, die Seuche hat viele getroffen und den Rest hat der Mut verlassen. Was wisst ihr? Nie gehört. Aber ich bin Soldat, kein Kropf. Fragt einmal Handwerkermeister Cardogan. So, jetzt quatschen wir mit dem Typen. Habt ihr mir etwas zu sagen, Narr? Ich will euch nur bei der Arbeit bewundern, o Meister meiner Kunst. Ich suche nach Schlangennesten. Oh ja, und werdet ihr damit einen Trank brauen, der einem Kahlen die Haare wieder sprießen lässt? Oder den Lahmen wieder tanzen, den nur dreimal täglich verabreicht? Es soll ein Heilmittel sein. Natürlich, jeder Narr weiß ja, dass die Schlangennessel alles heilt. Das Ingredienz einer jeden Wundermedizin, die etwas auf sich hält. Hagard hat mich belogen? Belogen, geblendet und getäuscht. Die Schlangennessel ist ein ausgedachtes Wunderkraut. Damit zieht man auf Jahrmärkten Tölpeln das Geld aus der Tasche. Schnickschnack, zapzerab, alles nur Schabernack. Hager, du Bast. So, und da hatten wir dann zur auch schon... Zur Seite, Gesindel. Platz für den Meister der Narretei. Und da hatten wir dann auch schon... die Auflösung, dass dieses, ihr wisst, was ich sagen möchte, uns verarscht hat. Das Problem ist, wir können jetzt nicht einfach so in den Hintern treten. Dafür müssen wir erst noch ein paar Kleinigkeiten tun, sonst kriegen wir hier ja von seinen Freunden etwas ab. Ihr? Die Zeit werdet ihr euch nehmen, Quacksalber. Eure Fährte war falsch. Wo ist die Botschafterin? Entschuldigt. Ich wusste nicht, ob ich euch trauen kann. Sie ist hier. Folgt mir in mein Labor. Telepathie. Hört mich! Hagard hat die Seuche verbreitet. Er vergiftet das Wasser. Das Labor ist eine Falle. Seine Diener sind unbesiegbar. Holt Hilfe von der Miliz und der Magiergilde. Schnell! Schweig! Ich hätte sie fesseln sollen. Uhu. So. Sieben Pfade ins Feuer, sieben Träume voll Reue, sieben sind die verzehrenden Flammen und siebenfach dein Verlangen. Was? Bedeckt eure Ohren, Fremder! Wollt ihr dem Wahnsinn anheimfallen? Was wollt ihr? Habt ihr einen Auftrag für mich? Ich suche Pilze für einen Gifttrank. Ein altes Zwergrezept.
Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir die fehlenden Pilze suchen könntet. Ich brauche noch Giftstacheling, gelber Speiling, Magenkrempling, Elfenspreizling, brauner Waldling. Hier, nehmt den Korb. Okay, also wie gesagt, wir könnten jetzt mit dir quatschen, aber das wäre... Oh, ein magischer Händler, den habe ich gerade übersehen, sie auch. Aber sie würde uns nur erzählen, dass sie nicht weiß, ob sie uns trauen kann und wir uns dementsprechend erst bei ihren Leuten praktisch beliebt machen müssen. Ja. Und bevor wir diesen Käse machen, fangen wir doch gleich an, die Aufgaben hier schon mal einzusammeln. Ja. Sagt nichts. Lasst mich raten. Ihr wollt Allyris Gunst erwerben und ich soll euch prüfen. Liege ich richtig? Natürlich liege ich richtig. Und hier ist eure Prüfung. Des Menschenherz bewegt die Welt, doch es ist weich. Wahrhaftige Macht hat nur ein Herz aus Stein. Ah, ich sehe schon, bei euch muss ich deutlicher werden. Bringt mir steinerne Herzen von Erdelementaren für meine Zauber. 5 würde ich sagen. Es gibt Erdelementare im Westen und Süden der Stadt. Husch, husch. Die Quests sind alle noch recht einfach. Nein, ich werde euch nicht ausbilden. Das sollt ihr auch gar nicht. Habt ihr einen Auftrag für mich? Ein Auftrag? Seht ihr dieses kleine Ding hier in meiner Hand? Ein singender Splitter. Er ist Teil eines größeren magischen Kunstwerks, das aus dem Glas des Kristallwalds gefertigt wurde. Die Glasharfe. Sehr wertvoll. Es galt seit der Konvokation als verloren, aber ein Bauer hat gestern diesen Splitter aus seinem Feld gegraben. Also muss der Rest des Kunstwerks auch irgendwo in der Nähe der Siebenburg sein. Aber ich kann das Arcanum nicht verlassen. Meine Feinde würden mir auflauern. Ja, auflauern, überall. Kann ich die Harfe für euch suchen? Das wäre ein Weg. Ich gebe euch den Splitter. Solltet ihr in die Nähe der vergrabenen Harfe kommen, werden der Splitter und die Harfe zueinander singen. Lauscht also auf den Splitter und wendet euch in die Richtung, in der sein Singen stärker wird. Okay, fragen wir nun nach der Helft Prüfung. Helft den Magiern des Arcanums, wenn ihr unser Vertrauen gewinnen wollt. Hagard ist für die Seuche verantwortlich. Was? Dazu ist dieser Popanz doch gar nicht fähig. Ihr wollt mich nur in eine Intrige verspinnen. Ja, das wollt ihr. Bingo, und genau deswegen ist es wichtig, dass wir am Anfang immer hier irgendwo suchen. Ich glaube, das war hier in der Nähe, war hier irgendwo ein niedergebranntes Haus und da finden wir, glaube ich, auch den, fragen wir mal Drehlein. Ach ja, richtig, wegen seiner Assistentin müssen wir mit dem ja noch reden. Ah, danke für Lelas Rettung. Die Aufzeichnungen des Steinbrechers sind der Schlüssel zum Sprengpulver. Nur noch wenige Jahre und ich bin soweit. Juhu. Als Dank werde ich euch eine Waffe aus meinem neuen Material herstellen. Es ist besonders widerstandsfähig, aber auch leicht und natürlich auch noch streng geheim. Ich nenne es Drelinium. Ich kann euch einen Dolch oder einen Bogen daraus fertigen. Was wollt ihr haben? Nehmt ihr einen Dolch. Fertigt mir einen Drelinium-Dolch, Herr Professor. Zack! Schon haben wir einen Dolch, dass ihr mir schön darauf aufpasst.
Ich habe keine Ahnung, ob dieser Dolch gut oder schlecht ist. Da müsste ich jetzt erst nachschauen. Ich vergesse immer, dass das hier nicht geht. Handwerkerviertel. Ordentlich bewerte. Wo zur Hölle war das? Oder ist das vielleicht irgendwo hier drin? Damit haben wir dann die eine Mission abgeschlossen. Da, Glashafe, Glas bitte weg, dafür gibt's Hafe. Und wir erledigen gleich die Elementare, um uns die Steinherzchen zu holen. Nur ein Herz, oder? Egal, hier vorne sind noch ein paar Kollegen. Und wie viele Herzen haben wir jetzt? Ja, eins. Nummer 2 abgeschlossen. Mal schauen, wo es die nächsten gibt. Vielleicht sind da in der Nähe vom Spinnennest, wo ich gerade hingescrollt habe, noch ein paar. Ich meine zumindest, dass ich welche umgebracht habe, dort als ich die Spinnenseide eingesammelt habe. Was hoffentlich jetzt uns noch die Möglichkeit lässt, die restlichen... Also vielleicht sind sie nachgespawnt, ich bin mir nicht ganz sicher. Nö, also hier werden wir nicht fündig. Dann mal auf zur Garnison. Unsere Leutchen nachholen. Bin so froh, dass wir die ganzen Pilze zwischendurch schon eingesammelt haben. Es hat sich eben doch gelohnt, da so nebenbei mal auf den Boden zu drücken und
einzusammeln, was es noch gibt. Ihr seht auch keine Erdelementare hier rumfliegen, oder? Da dachte ich mir. Wahrscheinlich kommen die erst hier drüben oder da vorne hier irgendwo. Was sagt die Quest? Westlich der Stadt. Oh nee. Hier sind wir ja ganz falsch. Sprachs teleportierte sich in den Osten, um dann festzustellen, dass er schon doch im Westen richtig war. Na. Heute ist wahrscheinlich wieder einer dieser Tage. Nummer 3 und auf geht's zur Nummer 4. Hier oben ist nichts. Nein, das sind die falschen. Die Hornissen brauchen wir auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir eher hier südlich suchen müssen. Aber ich hoffe jetzt sehr, dass vielleicht eventuell dort noch ein paar Erdelementare sich ver... Natürlich nicht. Satz mit X, das war wohl nix. Na, wechseln wir mal den Kameramodus. Können wir jetzt eigentlich mit dieser Beute hier was anfangen? Nein, können wir nicht. Thank you.
wie gesagt, die Reisesteine sind im späteren Verlauf extrem wichtig, wie gerade eben. Die sparen uns eine große Menge an Gelatsche, aber wie es aussieht, ist das Ganze momentan eher vergeblich, weil wir irgendwie die letzten Elementare nicht kriegen, weil vielleicht habe ich sie aus Versehen zu früh umgebracht. Schlecht. Ja, wir latschen hier, wie es aussieht, offenbar noch eine Weile rum. Das ist eigentlich nicht, was ich jetzt die ganze Zeit machen wollte. Ich dachte, ich eliminiere schnell die 5 Elementare. Und das war's dann. Wie es aussieht, haben wir aber gerade elementare Probleme damit, Elementare zu finden. Hahaha, ein Wortspiel. Ich zweifle sehr dran, dass sich hier hinten irgendwelche verstecken, aber... Ihr seht mich ratlos und dementsprechend gucke ich gerade in der Gegend rum. Natürlich sind hier keine... Da fällt mir ein, hier oben im Priesterbezirk gibt es doch irgendwo einen Altar des Lebens, oder? Ich bilde es mir zumindest ein. Nö. Nö, kein Altar des Lebens. Ah. Also schön, wir schicken unsere Leute dahin, teleportieren uns zum Spinnennetz und nehmen dort die übersehene Kiste von dem Elementar mit, der wahrscheinlich das Elementarherz ist. In der wahrscheinlich das Elementarherz auch. Ihr wieder? Ich habe all die... Vielen Dank. Ich werde all... 5 Steinerne. Was war die letzte Quest, die ich von den Magiern bekommen hatte? Leto, seltsamer Chaos. Okay. Ah, genau. Die haben. Wollt ihr euch nun ausbilden lassen? Nein, danke. Ich habe die Harfe gefunden. Sie ist es. Ihr habt Wort gehalten. Ich habe vernommen, dass ihr dem Arcanum bereits gedient habt. Ihr sollt dies als Belohnung und... Hagard ist für die Seuche verantwortlich. Er hat das Wasser verdorben. Hagard, dieser Dummkopf? Wenn ihr es sagt, wird es wohl stimmen. Gut. Nehmt unsere 5 mächtigsten Bannmagier mit euch. Sie sind ausgezeichnete Jäger. Mit ihrer Hilfe solltet ihr Hagard festsetzen können. So. Das heißt, dass wir jetzt uns dann auch noch um die Garnison kümmern müssen. Die haben sicher auch noch ein paar Quests für uns, die wir erledigen müssen. Wie ihr seht, hier und da
Ich hätte den Narren besser woanders abgestellt. Aber daran lässt sich jetzt nichts ändern. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.